Und 45, dann wo die Russen kamen, wir hatten evakuierte Familie von Berlin vis-à-vis im Haus da einige, die waren da bei uns gewesen. Und da kam der Mann noch mal auf Fronturlaub im Herbst und da sagt er, wenn ihr raus müsst, dann kommt er zu uns nach Berlin. Wir haben immer Platz für euch. Ihr habt uns jetzt geholfen, dann könnt ihr auch kommen, wenn euch geholfen werden muss. Und da waren wir auch dann sehr darauf angewiesen. Wir sind dann erstmal mit einem LKW, mit Soldaten, die haben uns mitgenommen. Ach, einen Tag bevor wir raus mussten im Januar 45, haben wir noch Schwein geschlachtet. Das haben wir ja auch alles selber machen müssen. Und jedenfalls dann sind wir erstmal bis Breslau zur Tante in die Wohnung. Und von Breslau sind wir mit dem letzten Zug nach Berlin gefahren. Ohne Aufenthalt alles durchgefahren. Der Zug wurde aber schon von den Russen beschossen auch. Aber wir hatten riesen Glück gehabt. Wir haben keine Flucht, so keine Dings durchgemacht, da lange Schlangen da laufen und alle, das hatten wir gar nicht, nicht. Und hier kamen wir an auf dem schlesischen Bahnhof. Da wurden wir erstmal empfangen. Da hieß damals, das Lokal, was daneben war, Plaza. Das werde ich nie vergessen. Und da wurden wir erstmal verpflegt. Ich noch nie in der Großstadt gewesen, bin dann nach hier nach der Zechliner Straße auf dem Wedding gefahren, vom schlesischen Bahnhof da zu der Familie. Und da haben wir erst meine Mutter und mein Vater war vermisst, Mutter war alleine mit 4 Mädchen. Der Junge war ganz früh auch verstorben, noch in Schlesien. Der war sehr krank geboren. Und jedenfalls, die Kleine war 10 Monate und die andere war 2 Jahre und die andere Schwester 10 Jahre und ich war 14 Jahre, wo wir nach Berlin kamen.